Hallo ihr Sepplinge, willkommen zu einer neuen Folge Sims 4. Ja, und heute ist es endlich soweit. Ja, ich weiß, es war richtig, 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 richtig fies. Was heißt der denn? Wie läuft der denn? What the fuck? Was ist denn mit dem los? Was ist denn mit Ben? Warum... Ach so, vorelterliche Panik. Auch sehr gut. Es geht los. Ein neues Baby ist unterwegs. Das ist verständlich, wenn man ein bisschen ausflippt. Klar, das darfst du auch. Sie fühlt sich gerade sehr, sehr unwohl. So, Baby im Krankenhaus bekommen. Diesmal gehen wir mit. Wir fahren mit ihr ins Krankenhaus. Wen nehmen wir sonst noch mit? Natürlich Ben. Nehmen wir Sarah auch noch mit. Noemi nehmen wir mit. Ja, komm, Sarah, nehmen. Ach, wir können nur eine Person mitnehmen. Ja, dann nehmen wir natürlich Ben mit, in der Hoffnung, dass er uns hier gleich bei der Geburt nicht ohnmächtig wird und umkippt. Kann es eigentlich passieren? Das wäre ja mal cool. Es herrscht übrigens immer noch Uneinigkeit über die Weltraumbesuche, Wissenschaftskarriere, ja, nein. Und erreicht der Wurmlochgenerator, den man wohl mit Raumfahrttechnik Fähigkeit 10 bauen kann. Das heißt, wir probieren es einfach mal aus. Bringen Ben auf Stufe 10 und wenn es dann immer noch nicht klappt, dann schulen wir um zum Wissenschaftler. Sarah Johnson. Wie, die ist Ärztin. Da war sie Ärztin. Na gut, komm. Am Empfang anmelden. Gott, er dreht komplett durch. Aber Hauptsache, er zockt jetzt erstmal eine Runde Blickblock. Allen Ernstes. Ja, ich bin da, um zu entbinden, sagt die Gute jetzt. Und der Empfangsbeschäftigte Felix Jansen, der Assistent, fragt sich jetzt, wie, die ist schwanger und die eiert immer noch auf High Heels rum? Wie macht ihr das denn? Ja, wir haben sie angemeldet. Aber wie kriegen wir jetzt hier... Warte mal. Die beiden hier sind doch Ärzte. Okay. Die kommt jetzt rangesprintet. Redet ihr uns jetzt endlich mal an? Scheint so, ja? Ja. Ja, jetzt... Jetzt kommt das Ganze doch hier mal ins Rollen. Aber was zum Donner macht dieses Gerät mit uns? Und wie gesagt, seit wann ist Victorias Ärztin, Schwester so eine Ärztin, dass sie hier sowas durchführt? Und was macht dieses Ding da? Das sieht... Was? Ist das jetzt per Kaiserschnitt geholt worden oder warum die Gerätschaften? Ben dreht schon mal vorsorglich durch. Yay, herzlichen Glückwunsch. Es ist ein Junge. Geburt, Leben, das Universum und alles warten. Es wird ein langer Weg, Kind. Victoria hat soeben einen Jungen zur Welt gebracht. Dieses Baby braucht einen Namen. Wie möchtest du es nennen? Ich wollte gerade schon Dominik oder Benjamin sagen, aber es wären ja beides blöd gewesen. Brian finde ich cool. Brian ist ein cooler Name. Yay. Oh, wie süß. Willkommen in der Familie, kleiner Brian. Und ich finde es immer wieder bewundernswert, wie schnell die Sim-Frauen wieder zu ihrer alten Figur zurückfinden. So, ist jetzt das Kind? Haben wir das jetzt für Inventar oder wie oder was?
Ja, Ben, die Geburt ist vorbei. Du kannst jetzt aufhören, wie so ein Bekloppter hier rumzurennen. Oh Mann. Ach, wir reisen automatisch zurück. Okay, interessant. Interessant, interessant. Ja, da hat es ja ganz automatisch mit dem Jungen geklappt. Ich hatte ja eigentlich, ja, gehofft, dass es ein Junge wird. Und badabum, es hat funktioniert. Okay, du solltest vielleicht hier nicht unbedingt in dem Nachthemd rumstehen. Wie wäre es, wenn du deine Alltagskleidung wieder anziehst? Wo wir eigentlich auch mal noch ein weiteres Outfit zusammenstellen können. Ach, wie süß, nein, auch wie goldig. Emi begrüßt ihren Bruder schon. Er hat aber dunkle Haut. Oh nein, sehr süß. Oh. Das heißt aber jetzt für uns auf ans Bauen, denn wir haben ja noch kein Kinderzimmer. Und das will ich hier gerne reinbauen. Was habe ich denn jetzt hier Falsches gemacht? Gott, ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt hier eine Wand entfernt. Das wollte ich eigentlich nur nicht machen. So, es muss jetzt erstmal kindgerecht werden hier. Ein kindgerechtes Zimmer. So, jetzt bauen wir hier erstmal wieder eine Lampe rein. Damit wir auch sehen, was wir hier überhaupt bauen. Ich liebe diese IKEA-Papierlampe nach wie vor. Und es ist klasse. Die spendet so viel Licht. Das ist perfekt. So, hier haben wir jetzt momentan noch nur so einen Durchgang drin. So, aber da muss natürlich auch eine richtige Tür rein. So, ich mache jetzt hier mal die Wände auf Halbmast. So ein blaues Zimmer ist doch cool, oder? Ich finde, das hat Stil. Aber jetzt hätte ich gerne noch einen anderen Boden, weil der hier passt nicht wirklich. Vielleicht irgendein, ja, hellblau. Da haben wir hier so eine blaue Kiste. Aber sieht eigentlich gar nicht mal schlecht aus. Ich finde es nicht schlecht. Also ich finde, das kann man so lassen. Gut, er ist momentan noch ein Baby. Er braucht eigentlich noch kein Bett und sowas. Aber ich möchte ihm das trotzdem ganz gerne schnell reinstellen. Was nehmen wir denn da? Was nehmen wir denn da? Ach, das waren meine Little Pony Betten. Das kommt vielleicht nicht ganz so gut. Das hier hat irgendwie irgendwo Stil, aber es hat nicht so großartig was von einem Kinderbett. Ich tue mich gerade ein bisschen schwer, hier was zu finden, was mir gefällt, was mir hier reinpasst. Was haben wir hier runtergeladen? Oh, nee, 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 nee. Das ist überhaupt nichts für ein kleines Kind. Das hier ist ja okay. Ach, oh, okay. Das ist nur unbequem für Erwachsene. Ja, dann können wir das doch. Nee, das ist ein Mädchenbett. Dann können wir das doch hier reinstellen. Uff, machen wir mal einen Farbklecks rein, oder? Wir müssen ja nicht alles blau machen. Das ist ja nicht nötig. Oberflächen. Dann brauchen wir hier natürlich ein Nachttischchen. Das würde ich jetzt, glaube ich, einfach mal so anpassen. In dem orangen Stil dann hier. So, ein bisschen ranstellen. So. Beleuchtung. Haben wir nicht auch so ein Sims-Kristall in Orange? Genau. So, jetzt brauchen wir natürlich. Wir können euch eigentlich schon einen Schreibtisch hier reinpflanzen. Oberflächen, Schreibtisch. Nehmen wir auch erstmal den hier. Mensch, es wird ein quietschebuntes Zimmer. Ein richtig quietschebuntes Zimmer. Guck mal hier, den haben wir auch noch in Orange. Sehr gut. Ich finde aber Orange und Blau passt an sich ganz gut zusammen. Von daher, warum nicht? Mensch, der ist momentan noch ein Baby und ich richte hier schon alles ein. Ich mal wieder.
Hier so ein bisschen Krimskrams. Hier sowas können wir dann noch hinsetzen. So eine komische kleine Eule. Die aber eigentlich ganz putzig aussieht. Was stellen wir hier hin? Vielleicht einfach nur so einen Stiftebecher. Den haben wir, glaube ich, bei Emi auch stehen. Pflanze, ich habe kein Move Objects an. So. Hauen wir da noch eine Pflanze hin? Wollen wir die größer machen? Nee, das ist zu groß. Würde ich sagen, lassen wir erstmal so. Dann brauchen wir jetzt noch Lagerungen hier. Kleiderschränkchen machen wir auch in diesem quietschigen Orange. Spielekiste lasse ich jetzt erstmal weg. Jetzt packen wir hier noch einen schönen Teppich auf den Boden. So, da finde ich den hier sogar ganz süß. Und dann haben wir hier eigentlich schon mal soweit alles unter. Wir können hier natürlich noch... Macht das Ganze vielleicht ein bisschen schöner. Packen wir auch ihm ja schon mal Expedit auch schon mal ein Regal hier rein. Box. Genau. So, die würde ich in dieser Farbe hier wählen. So, vielleicht so. Und hier weiße hin. Und oben können wir auch freilassen. Dann packen wir hier jetzt noch. Deko, wo waren nochmal hier die... Haben wir hier die Stehsammler, die hier die Ordner drin? Nee, haben wir nicht. Hatte ich die da nicht reingepasst, weil die nicht reingestellt, weil die nicht passten? Ja, wegen dem Häschen. Ja, stellen wir sie halt oben drauf. Kommt er zwar nicht mehr dran, aber egal, so Schulranzen kann er auch schon mal kriegen. Der wird blau. So, dann vielleicht tatsächlich hier einfach nur ein paar Bücher rein. Hier unten und hier oben stellen wir halt einfach irgend so eine kleine Pflanze rein. So, und das kann ja ruhig offen bleiben. Ja, damit hätten wir auch schon jetzt schon mal grob das Zimmer hier fertig. Hier möchte ich aber noch was hinhaben. Das ist mir ein bisschen zu kahl. Gibt es das auch mit Blau? Ja, gibt's. Das ist sehr gut. So, ein Dino. Und ein Elefant. So, die hängen wir hier hin. Hier vielleicht noch... Vielleicht drückt man die... Ja, so. Sonst ist es halbwegs mittig. Es wird ja schon eine recht lange Folge. Jetzt hatte ich extra gesagt, wir machen eine Spielfolge und keine Baufolge. Aber naja, gut. Wir haben ja trotzdem unseren Nachwuchs bekommen. Dann würde ich sagen, machen wir hier vielleicht so eine Lichterleiste hin. Das finde ich ganz cool. So, und hier dekotechnisch vielleicht noch ein Bild vom... Ach nee, es ist ja gar kein Kalender. Ja gut, macht nichts. Also vielleicht hier noch vom Lieblings-Football-Spieler so ein Bild aufhängen. So. Dann das hier noch. Und sonst? Bietet sich hier sonst noch irgendwas an? Ja, das hier können wir hier noch aufhängen. So. Damit wäre auch das Kinderzimmer hier fertig, wenn der Gute erstmal in das Alter ranwächst. Unser kleiner Brian. Ich hoffe, es gefällt euch soweit. Es gefällt mir gut, es ist kuschelig. Es ist nicht so groß. Ich
mag mittlerweile kleine Häuser viel lieber. Ich habe früher, zu Sims 1-Zeiten noch, habe ich immer so riesen Villen und Burgen und Schlösser gebaut. Aber damit kann ich mittlerweile gar nichts mehr anfangen. Ich mag die Räume echt mittlerweile lieber klein. Ist dann zwar auch schon mal so ein bisschen Planungsaufwand, bis das alles ordentlich aussieht und passt. Aber ich finde es so gemütlicher. Ich mag selber persönlich auch keine Räume, wo quasi nichts drin ist, die leer sind, weil sie einfach zu groß sind, um gefüllt zu werden, sinnvoll. Aber damit möchte ich mich dann auch verabschieden. Ich hoffe, wir können mit Baby in den Urlaub fahren, denn ich wollte mit der Familie mal campen fahren. Das haben wir schon ganz, ganz lange nicht mehr gemacht. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Chaos-Urlaub mit unserer Chaos-WG, wo alles einfach mal abgebrannt ist. Und ins Hotel wollte ich diesmal nicht. Ich wollte, wie gesagt, gerne campen gehen. Ich hoffe, wir können das Baby mitnehmen. Ansonsten müssten wir es vielleicht relativ fix dann mal altern. Und schreibt mir auch in die Kommentare, was ihr von Brians zukünftigem Zimmer haltet. Ich bin gespannt. Wir sehen uns morgen wieder und dann mit einer Baufolge aus Fabis und meiner Wohnung. Vielleicht eine abschließende Baufolge, je nachdem, wie schnell ich mit dem Garten vorankomme. Also, ihr Lieben, versorgt euch mit ausreichenden Eiswürfeln und Eis und haltet euch kühl. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.